Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein weiteres Zeitschriften-Review, das Lego Jurassic World Magazin, Ausgabe Nummer 8. Mit einem starken Lego-Extra, das Dino-Labor. Bestehen aus 28 Teilen hier mit einem kleinen Raptor, einer Spritze, einem Computer. Ja, eigentlich alles, was ein schönes kleines Miniset so braucht. Dann lösen wir das Ganze mal hier vorsichtig von der Zeitschrift ab. Und ein Sticker-Tütchen der Lego Jurassic World Sticker-Kollektion liegt dem Ganzen auch noch bei. Wird zwar nicht auf dem Heft vorne erwähnt irgendwo, aber man hat es ja gesehen. Ich wollte es auch mal der Vollständigkeit halber gesagt haben. Gucken wir uns natürlich dann auch noch an, was wir da noch für schöne Sticker haben. So. Hier noch den Klebestreifen abziehen. So. Dann haben wir jetzt schon mal das Dino-Labor befreit. Dann kommen wir noch zu dem Sticker-Tütchen. So, hier vorsichtig vom Tesa befreien. Beziehungsweise vom Klebestreifen, weiß nicht mehr, ob es Tesa ist. Könnte ja auch ganz einfach ein Klebestreifen sein. Es muss ja nicht immer die Marke sein, richtig? Fertig. So, Klebestreifen ist runter. Dann haben wir hier ein Stickertütchen und ein kleines Set. So, aber wir haben erstmal das Magazin hier vor uns. Dann haben wir Werbung hier für Lego Jurassic World, für Klamotten bei MyToys. Dann Inhaltsverzeichnis, hier nochmal mit dem coolen Extra, dem Dino-Labor. Und ist es schon die Aufbauanleitung? Oder? Ah ne, die Bauanleitung sind wieder von dieser Seite 21. Okay, kommen wir also noch hin. So, also das ist ein Extra nochmal, hier ein kleines Rätsel, dann geht es zum Comic los, Futtersuche, erste Seite, dann eine Doppelseite Comic, noch eine Einzelseite Comic und Werbung für Togo, dann wieder eine Doppelseite Comic, nochmal eine Doppelseite Comic, dann haben wir Rätsel, Flucht vor dem Carnotaurus, dann ein Rätsel, geheimnisvoller Absender, und ein Poster hier, Lego Jurassic World mit einem Triceratops. Und Hilfe! Hier sehe ich die ACU-Trooper mit dem Owen vor einem Dilophosaurus wegrennen. Und hier die untere Seite des anderen Posters mit dem Triceratops. So, und dann haben wir die Bauanleitung des Dino-Labors. Die Schere zur Hand. Schneiden es auf. Das sollte ja nicht allzu lange dauern. Das sind ja nur 28 Teile. Das geht schnell. So. Ich teile mal hier aus und dann bauen wir das Ganze mal. So, wie gesagt, da brauchen wir kein Speedbuild. Das ist bei 28 Teilen recht schnell gemacht. Das sind wenige Schritte. Hier die Tastatur, die bedruckte. Das finde ich immer cool, wenn das schon als bedrucktes Teil mit drin ist. So. Das halt so rum. Dann das da, dann der Computerbildschirm hier. Ein alter Computerbildschirm. So. Zack. Zumindest im alten Jurassic Park war das alles ja noch ziemlich alt. So, dann haben wir das so rum da dran. Das dann, hoppala, so rum. Kommt es ungefähr hin? Jo, müsste passen. So. Dann sind wir mit der ersten Seite schon fertig. Dann brauchen wir den durchsichtigen Ring hier. Einmal. So und von unten dann kommt das ran zwischen die beiden Ringe. So, ah, das kommt dann oben drauf. Ah, das ist die Brutlampe quasi. Ah, verstehe. So, dann haben wir das da und da kommen dann gegenüberliegend zwei von denen von oben rein hier. Einmal. Zweimal, dann haben wir dieses Kreuz, kommt in die Mitte, das, und dann werden die Zangen so angeordnet, dass sie immer in eine Richtung zeigen. Das ist ja tricky. Und so, ja, sehr schön, das kommt dann da rein und wird dann da drauf gesetzt, perfekt. Dann haben wir hier
erstmal so Pizzateile in weiß, einmal hier. Das sollen dann wohl die Eierschalenstücke sein. Hier dann das zerbrochene Ei. Und hier dann der kleine Raptor. So. Das stellen wir dann da drunter unter die Brutlampe. Und hier die Spritze dann noch hin. So. Und interessanterweise sind zwei. Ach nein, halt! Ah, da kommen überall welche rein. Hier noch eins und da noch eins. Da werden alle drei. Ich muss wundern, warum zwei Ersatzdinge. Eins ist normal, aber es ist gar nichts übrig bei dem Set. So rum. Es sind drei Lampen. Genau. So. Und fertig ist, ja, hier kann man es mal sehen. Die Brutstation hier mit den Lampen oben dran. Hier der Computer und eine Spritze. Und hier der Brutkasten mit dem, mit der offenen Eierschale. Hier den, den angedeuteten Eierschalenresten und einem kleinen, kleinen Raptor. Ich muss sagen, ich finde diese Mini-Dinos ziemlich niedlich. Sehr, sehr cool. Ja, das also, dieses kleine Miniset. So, dann haben wir noch eine Umfrage. Sag uns deine Meinung, wo man Karten fürs Legoland Deutschland Resort gewinnen kann. Dann haben wir die Fortsetzung des Comics Futtersuche mit einer Doppelseite. Noch eine Doppelseite. Und einer letzten Doppelseite, denn dann ist auch schon wieder Ende. So, dann haben wir noch Action. Dino gegen Maschine. T-Rex gegen Dino-Mesh. Sind das auch wieder Sets? Ne, das ist ein Set. 716 Teile, 4 Minifiguren, 4 Baby-Dinosaurier. Eine große Dinosaurierfigur, zwei Fledermausfiguren, Boot, Vulkan und Dino-Mech. Dann ist dann hier Owen Grady, Claire Deering, Danny Nedermeyer, Vic Hoskins, Blue Charlie, Delta Echo und ein T-Rex drin. Ziemlich cooles Set, muss ich sagen. Gefällt mir. Vielleicht hole ich mir das auch mal. Sehr, sehr cool. Dann Rätsel, Owens Training. Fanpost, Dino starke Bilder hier. Haben dann Kinder Bilder gemalt von Lego Jurassic World. Gibt dann ein Set sogar zu gewinnen, wenn man daran teilnimmt, also was einschickt. Dann Werbung für das nächste Heft. Oh, Vic Hoskins ist nächstes Mal drin mit einem Buggy. Sehr cool. 35 Lego-Teile erscheint am 25. August. Ausgabe Nummer 9. Noch Werbung für, das, für die Lego Ninjago Legacy Sticker-Serie. Und schließlich noch Werbung für Lego Jurassic World Sets. Das ist hier das Set mit dem Boot und dem T-Rex und so. Dann hier noch eins mit dem Park und auch mit der Brutstation hier wohl. Nee, das soll ein Karussell sein. Das ist ja um Triceratops. Und hier das kleine mit dem Dilophosaurus an dem, dem Verkaufsstand. Das habe ich mir gekauft. Das muss ich nochmal unboxen für euch. Ein kleines Assembling machen. Und dann hier noch eins mit einem. Ist das ein Baryonyx? Ich glaube schon. Ja. Ja, mal gucken. Da werde ich mir auch das eine oder andere Set noch kaufen von Lego Jurassic World. So, das war das Heft. Das war auch das Extra. Bleibt nur noch das Sticker-Tütchen hier zur Lego Jurassic World Sticker-Kollektion. So, und da hätten wir, das ist hier dieser Stiggy-Moloch, wie der heißt, dann hier der Schatzsucher mit seinem Schatz als Neonkarte, dann die linke untere Hälfte eines Vierer-Puzzle-Stickers, die linke untere Hälfte eines großen Sechser-Puzzles und die rechte untere Hälfte des Vierer-Puzzles, da gibt es ja nur eins. Ja, das also die Ausbeute aus dem Sticker-Tütchen. Wobei das eigentlich uninteressant ist, weil das Sticker-Album habe ich mittlerweile voll. Habe alle Sticker bekommen und alle auch schon eingeklebt. Muss ich auch gucken, ob ich da auch nochmal ein kleines Update mache. Kein Mappen-Update, sondern ein Album-Update oder so irgendwie, wie ich das nenne, mal gucken. Wenn euch das interessiert, schreibt es doch mal in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Lego Jurassic World Magazin, von der aktuellen Ausgabe, von dem kleinen Extra hier, von diesem Mini-Build? Ich finde es ziemlich cool. Und wie gesagt, zu Lego Star Wars, zu Lego Jurassic World Sticker-Kollektion. Wollt ihr da die fertige, das fertige Sticker-Album dann mal sehen, wenn alles eingeklebt ist? Soll ich das auch nochmal zeigen? Oder sagt ihr eher, nee, interessiert mich eher weniger? Haut mir es in die Kommentare und dann können wir da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Alternativ könnt ihr gerne auch in den Telegram-Channel kommen, da informiere ich auch immer über neue Videos. Von da könnt ihr dann auch in den Telegram-Chat springen und mit mir und anderen über die verschiedensten Themen diskutieren. Telegram ist komplett kostenlos und der Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ebenfalls in der Videobeschreibung befindet sich der Link zu meinem Hauptkanal Lengli1013. Hier gibt es Unboxings zu diversen Lootboxen, Collector Editions sowie verschiedenen Sammelkartenserien. Schaut gerne mal vorbei und auch dort könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute! Ciao!